Wenn Wissen die weiteste Macht des Bewusstseins ist und seine Aufgabe darin besteht, zu befreien und zu erleuchten, ist dennoch die Liebe die tiefste und intensivste Macht des Bewusstseins. Und es ist ihr Privileg, der Schlüssel zu den unergründlichsten und geheimsten Winkeln des evolutionären Mysteriums zu sein. Liebe ist die Krönung allen Seins und der Weg zu dessen Erfüllung. Durch Liebe erhebt es sich zur vollen Intensität, zu jeglicher Fülle und zum Entzücken der höchsten Selbstfindung. Liebe ist die Macht und Leidenschaft der Selbstseligkeit. Ohne Liebe würden wir den verzückten Frieden seiner Unendlichkeit erlangen. Das in sich versunkene Schweigen voneinander. Wir erfahren aber nicht ihre absolute Tiefe, ihren Reichtum und ihre Fülle. Liebe ist die Krone des Wirkens und die Blüte am Baum der Erkenntnis. Das waren jetzt Gedanken von Aurobindo aus der Synthese des Yoga. Eine wirklich wundervolle Einstimmung für den Abend. Ein herzliches Willkommen nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Heinrich Kronwiedler. Ich bin Mensch. Und heute oder die nächsten Tage auch Gastgeber hier. Und möchte ein paar Sätze dazu sagen, warum wir uns hier zusammengefunden haben und wie es zu Become Love kam. Einmal ganz kurz zum Ort hier. Das Bommels hat das Universum mir nahegebracht vor knapp 5 Jahren. Bin zufälligerweise hier hergestolpert und hängen geblieben. Es ist eine schöne Spielwiese für mich geworden und ich bin sehr glücklich auch hier und ich freue mich außerordentlich, dass Sie oder dass ihr auch den Weg hierher gefunden habt und ein bisschen diesen herrlichen und schönen Ort mitgenießen könnt und dass ich das mit euch teilen darf. Es ist ein riesiges Gelände, ich bin gerade nochmal gefragt worden, 16 Hektar Grund sind so rundherum. Also ihr könnt wandern und Lustwandern überall. Braucht man mehrere Stunden, bis man durchkommt. Einer der besten Führer, den ich empfehlen kann, das ist der Maike. Und der war Kulturgarten zeigt. Ist ein paar Jahre länger da als ich. Wir kamen nach. 4. Ausgabe. War von Anfang an so ein Idee von uns. Und da hinten steht so die 3. im Bunde, die du so ist. Also mein Weg, mein Werdegang in der Liebe, der hat mich so irgendwann mal ins Sekt geführt. Und da habe ich die Dolores kennengelernt und dann natürlich auch den Maike. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen mal eine Philosophie oder ein Festival der Liebe. Und dann haben wir eine Bezeichnung dafür gesucht. Und da hatten wir einen kleinen Ideenwettbewerb. Und die Idee war dann,
dass wir eine Eigenschaft, die John Isso, ein amerikanischer Autor, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat, von seinem Buch verwendet haben. Also die fünf Geheimnisse, die man entdecken muss, bevor man stirbt. Im Englischen 5 Secrets, you must discover before you die. Und ich war so begeistert von dem Buch und dann habe ich gesagt, also das dritte Geheimnis von dem Buch. Wer kennt das übrigens? Ja? Okay, sehr schön. Also sehr zu empfehlen, das dritte Geheimnis ist das Werde Liebe. Oder Become Love im Englischen, das ist vielleicht ein bisschen besser, besser zu nehmen. Und inzwischen haben wir allerdings auch ein bisschen darüber nachgedacht, ob wir nicht das Become Love nochmal umtaufen zu Be Love. Auf diesem Weg, denke ich allerdings, befinden wir uns alle, mehr Liebe zu werden und dann irgendwann Liebe zu sein. Wir werden morgen noch eine Session haben, wo ich über die Liebe, die ich in meinem Unternehmen, in meiner Unternehmung oder in meinen Unternehmungen praktisch lebe. Da werde ich einiges noch mehr dazu sagen. So viel und zum Neugierig machen vielleicht schon heute vorneweg. Also meine größte Spielwiese, die ich zurzeit habe, ist die WWS Training AG mit 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da üben wir die Liebe. So viel heute und nochmal herzlich willkommen. Das ist der Abstieg. Einschieben für den Gastgeber. Ja. Und für diese Initiative, die ihr vor 4 Jahren ins Leben gerufen habt. Und ich freue mich, dass ich hier den Bogen spannen darf. Heinrich hat es gerade erwähnt, wie er Liebe in seinen Unternehmen auch umsetzt, praktiziert und hier ganz konkrete Maßnahmen auch schon praktikabel gemacht hat, um hier eine Wirksamkeit zu erreichen. Und ich freue mich, mit euch morgen diesen Bogen zu spannen, Liebe in der Wirtschaft. Wo sind hier die Ansätze? Wo sind Möglichkeiten? Wo braucht es hier noch Impulse, damit diese Menschlichkeit, diese positive Menschlichkeit, und ich bin Österreicherin, wie man vielleicht von der Sprache her hört. Nein? Thomas. Und Peter Drucker oder Trucker, wie man auch in Amerika sagt, hat ja schon vor vielen Jahrzehnten erwähnt, wie wichtig es ist, das Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn wir vom Mensch und den Ansätzen hier sprechen, die positive Wirkung, die Emotionen, die Gefühle, die wir in den Beziehungen, in der Zusammenarbeit befinden. Und da freue ich mich morgen darauf, hier diesen Bogen aufzumachen und hier gemeinsam mit euch Impulse zu erarbeiten, die dann, und da kommt dann der Mike gleich mit seiner Idee der Herbergen, in diesen Herbergen auch umgesetzt werden kann. Einen roten Faden zu entwickeln, wie ja, Initiativen, die hier gesetzt wurden, dann im Unternehmen umgesetzt werden. Ja. Und das schauen wir uns dann morgen an. Lieber Mike, mit deinen Herbergen. Wie das Universum manchmal so ist, etwas lustig.
Heinrich hat es ja schon angedeutet, wir sind hier dabei, diesen Ort ein Stück zu entwickeln, als einen Ort, wo also diese Themen Bewusstsein und Liebe und Kreativität, haben wir gesagt, so, ne, die drei vielleicht wichtigsten Qualitäten des Menschen sind, die sich entwickeln dürfen, die wir vielleicht auch brauchen für die Zukunft auf dieser Erde. Und da es ja noch nicht so viele Orte gibt, wo das so klar der Fokus ist, ne, weil wir in einer Welt leben, die noch aus den Geschichten der letzten 100 Jahre viele andere Probleme oder Themen mit sich schleppt, ist es in einer Zeit, Orte, Unternehmen, Projekte zu organisieren, die also klar diesen Fokus setzen. Und da wir es also für hier quasi beschlossen haben, war es dann auch so spannend, dass irgendwann im Frühjahr in einer kurzen Zeit noch zwei andere Orte in Erscheinung geraten, die es irgendwie auch relativ ähnlich. Einer sitzt da, Claudia und Udo. Ihr werdet ja morgen was dazu erzählen, ne? Wie euer Ort eine ähnliche Intention hat. Eigentlich entstand die Idee gerade in unserem Telefonat. Ne? So, wir haben dann länger telefoniert und festgestellt, ne, die Idee ist ähnlich und dann schon angefangen, darüber nachzudenken, was machen wir dann morgen weiter, ne? Dass es Sinn macht, eben sich zu verbinden, dass es nicht so nur einzelne Orte, jeder für sich, sondern dass wir eben da eigentlich ein Netzwerk brauchen. Die Idee entstand dann auch mit dem dritten, Bodo Jansen, kennen vielleicht auch manche, hat so eine Hotelkette geerbt in Norddeutschland und hatte dann Probleme mit seinen Mitarbeitern, die nicht so gut fanden, ihn als Geschäftsführer. Er war 2 Jahre bei Anselm Grün im Kloster und hat halt beschlossen, es macht so keinen Sinn, das Unternehmen so weiterzuführen, zumal seine Mitarbeiter ihn so gar nicht wollten. Und hat es also dann umgestellt auf, nennen wir es mal, eine menschliche, menschengerechte Führung. Mit dem lustigen Effekt, das ist jetzt sozusagen, Tourismus hat es immer schwer mit Arbeitskräften, aber die Leute in die Bude einrennen, die bei ihm arbeiten wollen, auch sonst das Unternehmen pro Jahr 15% wächst, weil die Gäste sich auch noch wohlfühlen. Aber er hatte halt die Idee, dass es irgendwie auch wenig Sinn macht, jetzt nur touristische Hotels zu bauen, dass wir eben Orte brauchen, wo diese Themen gefördert werden. Und war also gerade dabei, auch einzelne Hotel eben umzuwandeln in so einen Ort, wo also Raum ist für den Menschen, sich selbst zu erkennen. Und hatte eben die Idee entwickelt, das Hotels am Rande der Welt zu nennen, nach dem Buch, also von Strecke, das Kaffee am Rande der Welt, was vielleicht manche kennen. Und dann, ja, haben wir gesagt, so ein lustiger Arbeitstitel. Und die Vision war dann, das war eigentlich Perspektive, in jedem Bundesland erstmal so einen Ort bräuchten, wo klar andere Unternehmensziele, Grundwerte, Entwicklungsperspektiven da sind und wo Menschen also auf verschiedene Weise als Gäste, als Mitarbeiter, als Touristen, whatever, so eben so einen anderen Raum erleben, mitentwickeln, sich selbst darin entwickeln dürfen. Das hat übrigens, neben Bemerkung, auch eine lange Geschichte mit diesem Ort. Ne, so erzähle ich heute Abend noch ein bisschen mehr, aber der Gedanke kommt eigentlich von Hölderlin aus dem Imperium. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der schrieb mal irgendwo, er nannte das lustigerweise Freistaat. Wir brauchen Freistaat, wo also die Welt, die alte Welt, das System, die Menschen nicht ständig bedrängt. Das ist ein Scheinproblem. Ne? Also, wo man in Ruhe atmen kann und schauen kann, was wollen wir eigentlich als Mensch tun. Ne? Also, so ein Freistaat, ein Freiauto bräuchte es. Und so ergab sich zufällig halt, dass mehrere Orte auf einmal in Kontakt kamen und dann die Idee, dann macht es Sinn, wenn so unabhängig ähnliche Initiativen entstehen, sich zusammenzuschließen, zu schauen und am Außen, wie vernetzt man das, macht vielleicht auch ein gemeinsames Marketing oder Öffentlichkeitsarbeit und B, wie nutzt man die Erfahrungen, die da sind, um das auch in dem so zu organisieren, dass es auch gut funktioniert. A, wirtschaftlich, aber B, vor allem auch menschlich. Also welche Techniken, welche Methoden, Hilfsmittel sind so da, die Menschen unterstützen können in ihrem Weg zu ihrer Freiheit, Bewusstsein, Liebe. Und wie kann man irgendwie Angebote schaffen, dass sie in allen Orten verfügbar sind. Bei A, aber eben dank der netten Medien heute virtuell. Das war also ein Stück erste Idee und da wollen wir halt morgen früh, Vormittag schauen, ob wir da ein paar erste Schritte gehen. Na, ich gebe meine Inspiration einfach noch dazu. Und, die kommt von Joanna Macy, einer amerikanischen Umweltaktivistin, die jetzt 80 geworden ist, in Brüssel, Grand Dame. Und sie sagt einfach auch immer wieder ganz
einfach, dass wir zusammenarbeiten müssen und dass wir alle Bereiche erschließen und uns zusammentun, überall da, wo wir jeder einzeln guckt, also die persönliche Bewusstseinsentwicklung, aber eben auch die gesellschaftlichen Strukturen müssen verändert und bewegt werden. Und es braucht auch Aktivismus und Leute, die richtig was tun. Und ich glaube, es ist in ihrem Sinne, wenn wir wirtschaftliche Veränderungen einfach auch mit reinnehmen in dieses Bild, weil das ja einer der größten Motoren ist, die unsere Welt mit bewegt. Also schön und leider, ich glaube, Fluch und Segen gleichzeitig. Und sie sagt auch, fall in love with each other, was anderes dient dem Leben nicht. Die Liebe ist das, was das Leben beflügelt, bereichert und überhaupt ja auch den Lebensimpuls weitergibt. Und so einfach finde ich durch dieses Interesse von immer wieder einzelne Fäden zusammenführen, einzelne Richtungen, einzelne Fragestellungen und in diesem Falle eben die Liebe, was sie braucht, um mehr zu sein, wie sie sich bewegen will, wie wir sie nutzen können und wie wir sie wirklich das geltend machen können, was sie ist. Und ohne sie ist das Leben einfach schal. Das würde ich mal so schlicht behaupten können. Ja. So öffnen wir das Herz für die Liebe und lassen uns überraschen, in welchen unterschiedlichen Ebenen und Bereichen und Bewusstseinszuständen wir der Liebe in den kommenden Tagen jetzt begegnen. Ich freue mich sehr darauf. Gut, um jetzt sozusagen ein Stück auch da, um miteinander in Resonanz zu kommen, übergeben wir jetzt an Karl, der uns da ein paar Hilfsmittel zur Verfügung stellt.